Guten Morgen, liebe Freunde. Wir wandern wieder. Heute nur eine kleine Runde. Heute ist mal wieder ausnahmsweise Sonntag. Wir sind heute in Tyro. Das ist hier kurz unterhalb von Ludwigsfelde. Und wir laufen eine kleine Runde Richtung Beuthen und Kleinbeuthen. Ihr kommt mit und wir schauen mal, was wir da so Schönes zu sehen bekommen. Huch, jetzt habe ich doch einen Frosch verscheucht. Hier am Dorfteich in Tyro. So, was unterqueren wir jetzt? Wir unterqueren die B101. Ah, okay. Die Schnellstraße von Berlin nach Süden. Gut. Das ist also nicht die Bundesautobahn. Na, dann tun wir das mal, ne? Oh. Ah, Echo. So, guck mal hier. Eine schöne Sanddorn. Das ist ja schön. Das sind bestimmt mal wieder die Überreste einer militärischen Nutzung. Ich deuchte mich erinnern zu können, dass hier auch nicht weit eine Panzerübungsstrecke war von den Russen, wo sie mit Schnorchel versucht haben, immer mit Panzern eine Wasserdurchfahrt zu üben. Schön hier. Ja, super, oder? Ja, eine sehr schöne Badestelle. Ja. Und sei es auch neu, so wie es aussieht. Ja. Ja, schön. Also jetzt sind wir wieder auf dem Fontane-Wanderweg. Ja. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt die Mördereiche an. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Sonntag früh ist hier noch schön ruhig, Gott sei Dank. So, und ich denke, hier steht sie, die Mördereiche. Und ich glaube, hier ist wirklich jemand ums Leben gekommen, irgendwie.
Ich glaube, ein junger Mann hat seine Frau, seine Freundin, seine Geliebte ermordet. Irgendwie sowas war das doch hier, oder? Ich kenne die Geschichte leider nicht. Doch, kennen wir. Da müssen wir nochmal nachgucken, haben wir vergessen. Ihr werdet es erfahren, auf alle Fälle. Ansonsten ist heute bewölkt. Wir haben es, wie spät? Kurz nach 8. Irgendwie 19 Grad, Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch. Aber die letzte Woche war so warm, da kann man nicht wandern gehen. So, und wir gehen jetzt weiter, oder? So, liebe Leute, zeigt euch mal die schönen hier Früchte. Aber das ist eine Traubenkirsche und die ist für uns giftig. Auch wenn es verlockend aussieht, die sollte man lieber hängen lassen. So, liebe Leute, ein kleines Ratespiel für euch. Bei 3 sagt ihr alle mal, zu welchem Vogel gehört diese Feder? 1, 2, 3. Wer jetzt Eichel hier gesagt hat, 100 Punkte. Und wir sind nicht die Einzigen, die heute schon Frühstück hatten. Na dann, guten Appetit. Christiane, was machst du denn für die Sicht? Was hast du denn wieder vor? Ich? Was lugt denn da hinter deinem Rücken vor? Gar nichts. Wollen wir mal gucken? Nein. Doch, wollen wir mal gucken. Zeig doch mal bitte. Nix. Nix. Ah. Das hast du doch gerade in der Hand gehabt. Nein. So, liebe Christiane. Was hattest du denn vor damit? Nichts. Ah, da gibt's ja noch eine Geschichte. Ja. Willst du die erzählen? Also da haben wir uns ganz frisch kennengelernt, muss ich dazu sagen. Und da waren wir auf dem Weg zu den Gärten der Welt. Und da waren die Dinger auch ein bisschen länger. Und Ralf hat immer alle Nase lang, alle fünf Meter blieb er stehen, hat fotografiert. Und ich habe ihn ein bisschen geärgert damit. Und er hat es nicht kapiert. Er hat sich immer in den Nacken geschlagen. Irgendwann hat er es dann mitgekriegt. Ja, und trotzdem habe ich das immer wieder mal. Genau, und trotzdem habe ich die nette Frau geheiratet. Und ich den netten Mann. Danke. Gerne. Hier mitten im Wald haben wir auch die Hirschtränke. Der Baumpilz ist so interessant. Da müssen wir unbedingt ein Foto machen. Der ist ganz jung. Der ist ganz weiß. Der wächst noch. Hm. Junge, mach mal nur den Kleinen ab. Falls ich es überhaupt hinkriege. Naja, ganz jung ganz ist er. Ganz weiß ist ein Jung, ist ja auch nicht mehr. Nee, den würde ich auch nicht mehr nehmen. Nee, schade. Ich mal um, guck mal da, was ist denn das? Ist das auch einer? Nee. Das ist doch was anderes. Der ist weich, der scheint bewusst zu sein, das lasse ich aber dran. Dann zeigen wir euch nochmal. Ja, cool. Lass mal, ich mach den nochmal. Der ist ja cool.
Trinken ist wichtig, liebe Freunde. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Wanderung hier rund um Tyro Richtung Beuthen und Kleinbeuthen. War eine schöne Wanderstrecke, man kann schön laufen, gibt nicht allzu viele Highlights, aber es ist eine wunderschöne Laufstrecke mit herrlichen Blicken über Wiesen und Felder. Wir hoffen, liebe Freunde, das Video hat euch gefallen. Wie immer, lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare. Ja, im Moment sind wir gerade so im Sommerloch, da schlummert das so ein bisschen vor sich hin. Also es ist ganz wichtig für den Algorithmus, schreibt Kommentare, liked das Video. Wer es noch nicht getan hat, gern den Kanal abonnieren. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde. Und bei der Hitze. Ich muss noch was trinken. Wir stürmen die Natur, entdecken Geschichte jede Stunde pur. Durch Berge und Täler, wir gehen weit. Die Welt ist unser, es gibt keine Zeit. In Wäldern und Wiesen, wir ziehen los. Die Vögel singen, der Wind trägt uns bloß. Mit Rucksack und Kamera, wir sind bereit. Die Abenteuer locken als Teil der Zeit.